Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zur Gone Home. Ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben. Und ich habe wieder Angst vor die hässliche Soundkulisse hier. Bei Gone Home. Hier ist das Bild. Gott, und hier ist dieser Raum. Ich mache mal hier Licht an. Ah, hier liegt was. Drücke 2 oder M, um deine Position im Haus auf der Karte anzuzeigen. Alles klar, wir sind hier in diesem Raum. Okay, hier haben wir eine Karte. Hi Mom, Dad und Sam. Ich bin in Paris. Ich habe viel Pariser Dinge gemacht. Inklusive dem Essen eines Petit Dejeuner, genau. Und dem Tragen einer Baskenmütze. Ich habe viel Film zum Entwickeln, wenn ich wieder da bin. Sam, ich bring dir etwas aus dem Shakespeare mit. Shakespeare Book Company mit. Wo du doch meine Lieblingsschwester bist. Hab euch lieb, Katie. Ah, das ist eine Karte von uns, also der Katie. Ah, da steht das wahrscheinlich drauf, das Ganze. Okay, und da Paris, okay. Aber hey, wir waren doch in... Achso, wir waren in Paris. Okay. Nimm Kartenspiel. Also... Ey, dieser Donner, ne? Der regt mich sowas von auf. Ich habe mich gerade voll erschrocken wegen dem Donner. Hallo, ich will das richtig rumdrehen. Also, Akechi. Playing Cards. Ja. Alter, man, dieser Donner... Der macht mir so Angst. Nachruf, was? Nachruf. Oscar Masan, 60 aus Boone County. Starb letzten Monat friedlich in seinem Haus. Mr. Masan wurde am 8. September 1933 in jedem Haus geboren, das bis zu seinem Tode sein Zuhause bleiben sollte. Er erwarb seinen Pharmazie-Abschluss in Jugendjahren und kehrte nach Boone County zurück. Schnell wurde er eine allseits beliebte Persönlichkeit im Herz der Gemeinde. In den Jahrzehnten vor seinem Tode wurde er nur noch selten außerhalb seines Hauses gesehen. Eine Andacht wird diese Sonntag in der First Methodist Church um 13 Uhr stattfinden. Jeder ist willkommen. Sein Nachkommen umfasst seinen Neffen Terence Greenbrier, ebenso wie im Geiste die Maschen von Boone County, denen er stets Wohlbefinden und Trost spendete. Ja, und das ist dann wahrscheinlich auch heute das einzigste Video, was kommen wird, weil normal wäre jetzt Thief dran, bloß es geht schneller zum Rendern und Hochladen. Und ja, ein schönes Bild. Sind es wir? Ich glaube, das sind wir, oder? Oder ist es Sam? Ich habe keine Ahnung. Ja, das wird wahrscheinlich das einzige Video sein, weil ich muss nämlich heute Zeitung austragen gehen und es ist voll nervig. Deswegen wird wahrscheinlich heute das letzte Mal sein. Okay, da drin ist nichts. Ich habe immer noch voll Angst vor dem Donner. Hier ist ein kleiner Abstellraum. Gibt es hier kein Licht? Ah, hier. Noch das alte Licht, wie es früher immer gab. Willkommen, neuer Schüler. Wir hoffen, du freust dich genauso auf deinen ersten Tag an der Goodfellow Hyde School wie wir. Bitte bringe die folgenden Dinge an deinem ersten Tag mit in die Klasse, damit du gleich und mit Ellen loslegen kannst. Ein stabiler Ordner mit Unterteilungen für jedes deine 6 Fächer. Ein liniertes Schreibheft pro Schulfach oder ein großes Schreibheft mit 6 unterteilten Abschnitten. Mindestens 6 Stifte, Blau- oder Schwarztinte und 6 Bleistifte. Eine Schachtel mit Farbstiften, ein Standardzahlenschloss für deinen Spind, ein nahrhaftes Mittagessen oder 2,50 für ein Mittagessen der Schulkantine, eine
eine positive Einstellung. Bitte sorge dafür, dass du in der Nacht davor genug Schlaf bekommst und sei bereit für das erste Klingeln um 8 Uhr bis dahin und nochmals willkommen, Beth Valenz, Direktorin. Alles klar. Oh my god, you are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Yeah, Brightness. Okay. Sehr schön. Und hier haben wir was aus dem Drucker. Zeitung näher betrachten. Pionier CLD D703 Kombi Laserdisc Compact Disc Disc Abspieler UVP 999.099 CUCLD 098 Fernbedienung mit Hintergrundbeleitung Beleuchtung doppelseitiges Abspielen Kopfhörer Out Display an aus Jog Shuttle DL Front- und Fernbedienung, Digital CLV Zeitlupe, Standbildspeicher für letztes Bild, 2S Video Out, Coax optische Outs, Twin 1-Bit DA Konverter S, R-Abstand 116 dB, CD Playback 422x140x437 WHD. Man sagt, ein Alleskönner kann nicht so richtig. Da muss ich widersprechen. Das Meistern eine Sache ist keine Frage der Spezialisierung, sondern eine Frage der Bestimmung und der Hingabe zum Handwerk. Wenn Sie gerade auf der Suche nach einem Kombi-LD-CD-Abspieler sind, wird es Sie freuen zu hören, dass Pionier diese spezielle Auffassung teilt. Alles klar, Punkt, Punkt, Punkt. Sehr schön. So, und jetzt gerade erschrecke ich mich nicht mehr vom Donner. Aber werde ich bestimmt noch öfters tun. Mich vom Donner erschrecken. Okay, hier drin haben wir nichts. Oh. Da auch nichts. Drei Ringordner. Okay, wo nichts draufsteht. Wo ganz leer ist. Ich dachte, da drin können wir nochmal was lesen. Was haben wir hier? Ein was? Zur Hölle? Was ist das? Schließe Tür. Achso, das. Hä? Irgendwie blicke ich das nicht, was wir da gerade aufgenommen haben. Ah, hier ein zerknülltes. Lies zerknülltes Seite. Was war das gerade für ein Geräusch? John Russell öffnete seine Augen und sah sie, die Sterne funkelnd. Als würde er im Gras des Familiengartens in Massachusetts liegen. Gleichwohl dieser Ort 1 Million Meilen entfernt war. Nein, er rieb sich die Schlaf aus den Augen und schaute durch das carbonverstärkte Sicherheitsglas der Raumstation Archimedes. Ja, es war weit weg von zu Hause, aber die Zukunft braucht ihn. John Russells Kopf schwamm. Er fühlte sich unglaublich betrunken. Wenngleich er in der letzten Stunde keine Tropfen anrührte, er übergab sich auf seinen Füßen. Seinen nackten Füßen. Er starrte für einen Moment hinunter, sah seine besprenkelten Fußnägel, seine nackten Schienbeine und Knie. Er war völlig nackt. Er schaute auf und sein Blick traf eine
hemmberaubende Blondine, die einen hautengen Uniformrock aus Kunstfasern trug, auf dem Stoff, der fast aus aller Nähten platzte, um ihre üppigen Busen zu bändigen, stand geschrieben, verantwortlich für Materietransfer. Dann wurde er ohnmächtig. Aha. John Russell überquerte die Lücke in der Zeit. Nur Nachrichten schafften dies bisher bischre doch nur ein Mensch. Sie brauchten ihn mehr denn je. Die Vergangenheit zu ändern reichte nicht länger. Die Anweisungen des Rats waren deutlich. Was beschäftigt werden soll, was daraus erbaut werden soll, wie es zusammenzusetzen ist. Also baute er diese Maschine, um ihn durch die Zeit zu befördern. Und nun stand er auf der Brücke des Sternenkreuzers Archimedes, Kommandant des Schiffes, weil nur er, der das Leben des Präsidenten bereits zweimal zuvor rettete, die Crew zu ihrem Ziel führen kann. Schicksal der Galaxis, ja, super. Kann hier gerade wieder super lesen. Hier können wir Licht anmachen. Oh. Haben wir hier auch... Hier brauchen wir eine Kombination. Wissen wir leider nicht. Geil. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas zum Lesen? Ja, hier. Vom Formular näher betrachten. Okay. Crestwell Versicherungsanstalt. INC Prüfprotokoll der elektrischen Anlage. Die Verkabelung im Haus entspricht technische allen Vorgaben bezüglich Sicherheit und Stromstärke. Jedoch wurde im Laufe der letzten 100 Jahre mehrere Schichten an Kabeln der bestehenden Struktur hinzugefügt. Das System ist dadurch öfters unvorhersehbar. Lichter gehen ohne ersichtliche Grund aus, Druck auf die Holzdielen und die Türrahmen unterbricht die Kreisläufe, die direkt unter der Oberfläche verlaufen. Das fachgerechte Wiederherstellen des elektrischen Systems würde die Wände ebenso stark beschädigen wie den Boden und die Armaturen. Da keine unmittelbaren Sicherheitsrisiken bestehen, werden diese Probleme nach Rücksprache mit Mr. Greenbrier jedoch nicht angegangen. Harold Price, Jr., Black Cat Electrical Co., 2. September 1994, ja. Ah ja, geile Luft. Was war das? Irgendwie war das jetzt eigentlich. Ups, ja. So, wie ich, anstatt zu laufen, drücke ich E. Ja, geil, geil Wind, ja. Geil. Okay, dann machen wir mal lieber aus. Hier haben wir schon durchsucht. Zeitung können wir nicht lesen. Licht anschalten. So, was haben wir hier drin? Wir haben einen Deckel. Ja. So. Können wir hier vielleicht was
Entschuldigung, nimm das zweite Buch. Der Terence Lee Greenbrier, der zufällige Außenseiter. A message from our future saved the president's life once, but within the next 24 hours there will be another attempt and the lines of communication are down. A James Bond for today, Audience, Casey D. White, a mock no compelling, a thriller worth itself, David Pittman, Worcester, Mercury Books. Okay, können wir hier noch ein Buch lesen? Oh man, Dad. Okay. Gentleman, das Magazin für Männer, Februar 1989. Japans blutiger Krieg mit Delfinen. Moskau bei Nacht, Drogenprostitution, die Mafia, die neuen Regeln der Liebe, Frauen im Ring der Frauen im Wrestling. Okay. Ist es jetzt ein Pornoheftchen? Okay. Geil, ich erschrecke mich gar nicht mehr. Nimm ein Taschentuchbox. Ah, hier. Softface. Wieder die gleiche Marke, die ich euch empfehlen könnte. Die beste Marke benutze ich auch. Fresh. Wahre Geschichten. Ich war ein jugendlicher Drag Queen. Lisa erzählt uns von ihren schlimmsten Momenten. 90.210. Wen interessiert es noch? Der Blick der Männer. Wie man ihn bricht. Okay. Konnte man da noch mehr? Nein. Okay, ja. Ich mach mal hier an. Hier ist wieder ein Bleistift. Untersetzer. Mit ein... Was soll es sein? Ein Kleeblatt? Ich habe keine Ahnung. Können wir die Pflanze nehmen? Nein. Ah, was haben wir hier? Ein Buch. Der Fremde unter meinem Dach. Teenager verstehen lernen. Von Dr. Elissa Medina. Hier gibt es wieder noch mehr zu lesen. Wieso übersetzen die eigentlich das Hintere vom Buch nicht? Wäre viel besser. Wenn die auch das Hintere vom Buch... Ah, was haben wir hier noch? Öffne den Ordner. Liebe Terence, David hat mich dir wegen der in den letzten Monaten von dir verfassten Testartikel zu schreiben. Ehrlich gesagt, machen diese von einem redaktionellen Standpunkt aus mehreren Ärger, als dass sie nützen. Es gibt eine Grenze für die Wörteranzahl. Es ist dein Job, darunter zu bleiben. Nicht meiner, das Ganze dahin runter zu kürzen. Abgesehen davon wird es zunehmend schwerer, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ohne weitreichende Umformulierungen tätigen zu müssen. Die Leser von Home Theater Africanado wollen etwas von der Qualität und dem Wert der Hardware hören und keine Gedanken über deine Kindheit. David kennt dich schon lange Zeit und er ist der Chef, daher gebe ich dir eine letzte Chance, weil er es so will. Du solltest ihm einen netten Brief schreiben, in dem du ihm für seine Geduld und Großzügigkeit dankst. Schau dir dein altes Zeug an und schreibe wieder solcherlei Tests, dann ist jeder glücklich. Brent Courtwood, Review Redakteur, Home Theater Africando Magazin. Ja, aber dann beende ich hier auch die Folge 0451. Das ist doch... Ich schreibe das mir mal auf. 0451.
Mal gucken, ob ich es lesen kann. 0451. Ja, wird schon funktionieren. Okay, dann gehen wir mal wieder dahin kurz und dann beende ich die Folge. Okay, 0451. 0451. Alles klar. 0. Warte mal, eigentlich geht es schneller so, oder? 0. 4. 4. 5. 1. Öffnen. Lies Dokument. Kubelik und Weiss, Rechtsanwälte, 21 Front Street, Boone County, oder lieber Mr. Messen, Anbieter ihres versiegelten Originaldokuments und eine abgetippte Kopie für ihre Unterlagen, diese notariell beglaubigte Kopie wurde an unsere Büroräume übersandt. Danke, dass Sie unsere Kanzlei mit diesem wichtigen Sachverhalt betraut haben. Mit freundlichen Grüßen, Jeffrey Wiss Kubelik und Wiss und steht da Wiss oder WSE? WISE oder WSE? Kann ich irgendwie. Ich weiß nicht, ob das ein I ist hier. Oder ob das zum W gehört irgendwie. Keine Ahnung. Rechtsanwälte. Das ist doch. Das ist. Ich musste. Oh, das kann doch nicht den Ernst sein. Nein, ich merke mir einfach Seite 2, dann lese ich da weiter. In der nächsten Folge. Das ist mir zu lang für jetzt zu lesen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst eine Bewertung da. Kommentar, Abo, was ihr wollt. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, euer Jumix, dann ciao. I'm so sorry.